Euklid war ein antiker griechischer Mathematiker, der als Geometer und Logiker tätig war. Er gilt als Vater der Geometrie und ist vor allem für die Abhandlung Die Elemente bekannt, in der er die Grundlagen der Geometrie festlegte, die das Gebiet bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Zitate von Euklid: Geometrie ist die Wissenschaft der räumlichen Beziehungen, aber sie erzieht und entwickelt auch die geistigen Eigenschaften eines Menschen. Den kürzesten Weg zu nehmen, wird dich immer in deine Aufgabe lenken. Alles, was Staunen, nicht Mitleid erregt, ist unverständlich. Es ist wichtiger, an das zu glauben, was man verstehen kann, als an das zu glauben, was sie sagen. Die einfachsten Regeln sind die tiefsten. Wenn Sie weitere interessante Informationen wünschen, abonnieren Sie den Kanal.